In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach in Photoshop Feuer einfügen kannst, was realistisch aussieht und wodurch du zum Beispiel Objektive zum Brennen bringen kannst. Also wie du aus so einem Bild sowas machen kannst. Hey Leute, ich bin's Amon und wie du gerade schon gehört hast, geht's heute darum, wie man Flammen in ein Bild einfügen kann. Und dafür brauchen wir nur drei Dinge, und zwar brauchen wir Lightroom, wir brauchen Photoshop und wir brauchen Google. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Und zwar in Lightroom. Da habt ihr jetzt nun die Möglichkeit, mit den Lichtern, mit Tiefen und Höhen, alles so ein bisschen rumzuspielen. Hier könnt ihr dann euren eigenen Stil einfügen. Ich mache das jetzt nicht so im Detail, wie ich das normalerweise bei den Bildern bearbeiten würde, weil das dauert einfach zu lange. Ich mache das einfach so ein bisschen ins Orangene, damit es dann passt später mit dem Feuer, weil das ja auch ungefähr in diesem Farbton sein wird. Weil das hier so ein bisschen Architektur ist, mache ich hier noch so ein bisschen die Bearbeitung von den Ebenen sozusagen. Also ich transformiere das Bild ein bisschen und mache das eben symmetrischer. Jetzt ist das ganz schön verzerrt, deswegen gehe ich jetzt hier so ein bisschen wieder zurück. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Skaliere das noch ein bisschen kleiner und verschiebe das ein bisschen nach oben. Und so gefällt mir das Bild eigentlich schon ganz gut. So könnte man das direkt in Photoshop öffnen und jetzt den nächsten Schritt annehmen. Also gehe ich hier oben auf Foto, bearbeiten in. Dann könnte man jetzt hier Photoshop auswählen oder man macht es direkt als Smart Objekt öffnen. Das mache ich immer, weil dann habt ihr die Möglichkeit, das Objekt in Photoshop zu haben und direkt schon smarte Filter darauf anzuwenden. Ihr könnt es auch ganz normal als Ebene einfach öffnen, also in dem oberen Modus. An sich ist es egal. Ich mache das nur gerne als Smart Objekt, weil manchmal ich einfach eben nur einen kleinen Filter darauf noch hinzufüge in Photoshop und dann funktioniert es schneller und geht einfacher. Es kommt dann immer so ein kleines Feld. Ich mache immer eingebettetes Profil verwenden, also einfach das, was ihr in Lightroom schon benutzt habt, und dann öffnet sich das Bild hier. Jetzt crop ich das Bild erstmal ein bisschen. Ich mache es erstmal so. So, wir sehen hier links jetzt, dass hier der transparente Hintergrund sozusagen noch durchscheint. Und damit das Bild aber wirklich symmetrisch ist, will ich den natürlich noch ausgefüllt haben. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die Ebene. Ich öffne das jetzt mal in einer neuen Ebene und mache dafür Command J. So, zack. Jetzt haben wir das einfach kopiert. Dann raster ich diese Ebene, weil es ist ja ein Smart-Objekt. Jetzt nehme ich hier das Polygon-Tool oben links und mache jetzt hier mal wie so einen Rahmen drumherum, um diesen ganzen Bereich, den ich eben ausfüllen will. Das ist das hier. Jetzt ganz coole Sache ist einfach, du gehst hier oben auf Bearbeiten, machst Fläche füllen, hast jetzt hier die Auswahl, die er füllen soll. Gehst jetzt hier rein, machst inhaltsbasiert. Die Einstellungen sind standardmäßig so, drückst einfach OK. Wir haben jetzt hier von Photoshop automatisch erstellt, wie dieses Bild vermutlich weiter aussehen würde und weitergehen würde. Und das sieht doch super aus, das passt sehr gut. Jetzt kommen wir zu der nächsten kleinen Änderung. Und zwar stört mich, dass dieses Logo hier und dass die Socken, die ja eigentlich weiß sein sollten, eben durch die Bearbeitung in Lightroom so angepasst wurden. Deswegen gehe ich hier unten hin auf diesen kleinen Kreis, wo ich die Möglichkeit habe, verschiedene Filter drüber zu legen. Gehe auf Farbtonsättigung. Es öffnet sich eine neue Ebene. Die mache ich hier mit diesem Haken, fixiere ich die, dass sie nur diese untere Ebene betrifft. Und dann mache ich einfach mal die Sättigung auf 0. So, wir sehen jetzt hier, das Logo ist weiß und die Socken sind weiß. Aber das ist ja ganz schön viel, denn der Rest ist ja auch alles schwarz-weiß. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen will ich jetzt genau nur diese Bereiche weiß machen. Ich invertiere jetzt also die Ebene, indem ich Command I drücke. Ausgewählt habe ich dabei hier diese Maske. Und jetzt nehme ich den Pinsel und wählen wir nur hier diese Stellen aus. Zack, dann haben wir hier das schon mal weiß gemacht. Hier das weiß gemacht. Und noch hier oben das Cap soll weiß werden. So, doch jetzt wollen wir mal zu dem richtigen Part kommen, der euch alle interessiert. Und zwar, wie man das Feuer dort einfügt. Dazu gehen wir jetzt mal in den Browser. Wir geben einfach mal bei Google Bilder Fire Stock ein. Stock sind immer so Bilder, die eben schwarzen Hintergrund haben, damit man den Hintergrund leicht entfernen kann. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was wir hier für Bilder haben und suchen uns ein passendes eben dazu raus. Wähle ich jetzt einfach mal das Bild hier aus. Dann geht es jetzt wieder zurück hier nach Photoshop. Und dann machen wir hier auf Öffnen. Datei platzieren und einbetten und nehmen uns hier das Bild, was wir eben ausgewählt haben. Das wird jetzt hier eingefügt. Ich skaliere das schon mal ein bisschen kleiner, indem ich einfach hier oben den Punkt nehme und Shift gedrückt halte. Somit skaliert er das Bild viel kleiner. Zack. So, und jetzt haben wir das hier und jetzt kommt der Trick. Du gehst einfach hier oben bei diesen Blending Modes, kannst du draufklicken und dann auf negativ multiplizieren gehen und zack, ist das ganze Schwarze aus dem Bild entfernt. So, doch jetzt wollen wir natürlich das Bild auch irgendwie um das Objektiv verzerren. Und dann gehe ich hier, rechtsklick auf das Bild,
gehe auf Verformen. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier uns einfach so Punkte auszuwählen vom Bild und damit sozusagen das Bild bzw. die untere Kante vom Bild relativ gut anzupassen. Drücke jetzt hier unten auf das Maskensymbol und habe eben eine Maske erstellt, die ist weiß. Das heißt, alles was weiß ist, wird angezeigt, alles was schwarz ist, wird nicht angezeigt. Dann wähle ich wieder den Pinsel aus, mache per X-Klick, also ich klicke auf X, dadurch ändert sich hier links die Farbe. Ich will jetzt natürlich schwarz, um hier unten ein bisschen größeren Härte und einen kleineren Pinsel das Feuer richtig anliegen zu lassen an dem Kreis. Hier die Kanten können auch ein bisschen weg, denn an diese Kanten werden jetzt weitere Feuerbilder folgen. Dann öffne ich das Bild nochmal, platziere es wieder hier drin und wiederhole den gleichen Schritt wie vorher. Drehe das Bild diesmal etwas, da ich will, dass das Feuer realistisch in eine Art Richtung schwingt. Also so zum Beispiel nach rechts oben, wenn das hier so brennt und der Wind so von da unten kommt, damit das Bild eben realistisch aussieht. Das Feuer entsteht langsam drumherum. Ich mache das jetzt mal ein bisschen weiter und spule das vielleicht einfach ein bisschen vor, damit das ein bisschen schneller geht. So, hier oben wollen wir, dass es nach rechts, nach außen geht. Deswegen drehen wir das schon mal so ein bisschen in die passende Richtung. Könnt das jetzt nicht nach innen machen, dann wirkt es halt einfach unrealistisch, sondern es soll halt mit dem Wind, also so nach oben hin weggehen. Das ist jetzt der erste Schritt, dass hier eben so wie eine Feuerflamme drumherum entsteht. Ich wähle jetzt nochmal ein zweites Bild aus. Und zwar sowas wie eine größere Flamme. Zum Beispiel dieses Bild hier. Und das wähle ich hier aus. Platzieren und einbetten vom Schreibtisch. Und platziere ich wieder da dran. Und dann platziere ich das hier so ein bisschen weiter oben. Und zwar dort, wo der Wind also so am stärksten ist. Es ist ein bisschen zu groß. Es soll natürlich auch passen zu den anderen Feuerquellen. Dass man eben erkennt, dass das Feuer auch um das Objektiv geht, aber trotzdem so ein bisschen vom Wind her nach oben weggezogen wird. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt wollt ihr nämlich etwas suchen wie Fire Sparks. Also sowas wie Funken, die sozusagen von dem Feuer versprüht werden. Da gebt ihr einfach hier oben Fire Sparks ein und schaut, welches Bild euch da wieder am besten passt. Ich nehme dieses Bild hier und wähle es dann wieder aus. Pack das so ein bisschen dahinter, vielleicht auch noch weiter hinter die Flammen. Einfach, dass man sieht, dass das wie so ein bisschen vom Feuer durch die Gegend gesprüht wird. Da könnt ihr dann auch die Deckkraft ein bisschen verringern, dass das nicht so sehr auffällt. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Wähle mir jetzt hier noch so ein cooles Bild aus, was eben so Partikel sind, die so ein bisschen in der Entfernung entstehen. Ich habe jetzt einfach nochmal die Sparks ausgewählt, skaliere die ein bisschen größer. Zack. Die sind nämlich cool, weil die haben teilweise so scharfe Partikel, teilweise unscharfe Partikel, wirken dadurch einfach noch ein bisschen realistischer. Negativ multiplizieren, zack, und dann fliegt es einem richtig in die Kamera, ins Gesicht. Und ja, somit habt ihr schon das Feuer, was ziemlich realistisch aussieht, dort eingefügt. Kleiner Tipp, den ich euch geben würde, benennt das alles. Also ihr wählt dann immer so zwei Sachen aus, macht dann Command G oder Steuerung G, dann wird das in eine Gruppe zusammengefügt. Dann könnt ihr das einfach benennen, wie ihr wollt. Also so Sparks zum Beispiel so. Das hier sind alles dann die anderen kleineren Feuerfunken. Die gruppiere ich dann wieder so mit Command G und nenne sie Funken. Damit habt ihr Ordnung in eurem Dokument und verliert nicht die Übersicht und findet das ganz schnell, was was ist. Dann drückt ihr auf Steuerung S oder Command S, speichert das Bild. Er speichert das in einer Art TIFF-Datei ab. Die könnt ihr im Nachhinein löschen, weil die sind meistens ziemlich groß. Und jetzt gehen wir zurück in Lightroom und er hat ein zweites Bild erstellt, was jetzt direkt daneben ist, sehen wir hier unten. Das ist das vorherige Bild, das ist das neue Bild. Mit unseren gesamten Anpassungen eben aus Photoshop. Hier habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, halt einfach die letzten Feintuning-Sachen zu machen. Und das war's auch schon wieder. Ganz easy und dauert gar nicht so lange. Ich hoffe, euch hat das Tutorial geholfen. Macht's gerne nach und zeigt mir mal eure Ergebnisse bei Instagram. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, lasst dem Video einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich meine das ernst, das hilft mir wirklich sehr stark. Also macht das bitte. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich irgendwas nochmal genauer erklären soll. Und lasst mir auch gerne Feedback da, wie ihr diese Folge fandet. Folgt mir auf Instagram, da seht ihr die Bilder mal viel früher, als sie hier bei YouTube erst hochgeladen wurden. Und ansonsten würde ich sagen, haut da rein. Ciao!